Sekundenschnelle Festnahme eines Drogendealers im Kölner Raum. Keine neue Dieter-Wedel-Produktion, sondern Trainingsprogramm der im Januar gegründeten Zentralen Unterstützungsgruppe Zoll, kurz ZUZ. Die mobile Truppe soll Schmugglern jeder Couleur im gesamten Bundesgebiet das Handwerk legen. Schnell, unauffällig und effektiv. Deutschland rüstet auf im Kampf gegen das Millionengeschäft mit Drogen, Zigaretten und Waffen. Der Schmuggel hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Einer der Gründe ist ganz sicherlich Öffnung der Grenzen zu Osteuropa. Aber auch zum Beispiel, wenn wir die Flughäfen heranziehen, der Reiseverkehr hat immer mehr zugenommen, der Frachtverkehr hat immer mehr zugenommen. Das sind ganz nüchterne Zahlen und Fakten. Und dementsprechend ist natürlich auch, sind natürlich auch die Wege, wie geschmuggelt werden kann, sehr viel größer geworden und schwieriger für den Zoll, das zu überwachen. Freie Fahrt für Schmuggler. Keine geheimen Trampelpfade, keine konspirativen Treffen. Die grüne Grenze macht es möglich. Mittlerweile liegt Deutschlands Westgrenze zolltechnisch am Atlantik. Deshalb sorgen wir hier im Raum Aachen mobile Kontrollgruppen für innere Sicherheit. Die Gewinnspannen, die sind ja so groß, dass da auch die Risikobereitschaft natürlich zunimmt. Man muss also da schon aufpassen, wenn man ans Fahrzeug und an die Person herangeht. Es ist immer häufiger irgendwo ein Messer oder ein Gasrevolver oder ein Totschläger oder ein Schlagstoff versteckt. Griffbereit versteckt. Auf Standspuren und Raststätten wird ausgespäht, was nach Schmuggler aussieht. An diesem Tag erwischt es zwei Männer in einem blauen Polo. Die deutsch-niederländische Grenze, Dreh- und Angelpunkt des Drogenhandels. Doch auch Konsumenten erfreuen sich des kleinen Grenzverkehrs. Ich möchte die Arme mal sehen. Machen Sie mal, ich möchte die Armbeuge mal sehen. Können Sie da mal aufnehmen? Ja, ich war nicht ganz im Haus. Haben Sie Einstiche da? Was ist das denn? Die andere Seite. 22.000. Sie haben doch jetzt noch Blut hier am. Ja, ich habe heute vom Krankenhaus. Mit einem neuen Drogenschnelltester können die Zöllner jede Art von Drogenmissbrauch nachweisen. Es gab sich also jetzt rosa, das heißt, der Test ist dann positiv ausgefallen. Das ist zwar hilfreich, aber nützen tut es nichts. Das Ergebnis ist nicht gerichtsverwertbar. Die Klienten dürfen weiterfahren. Wir kratzen also nur an der Spitze des Eisbergs. Ich möchte also gar nicht wissen, was jetzt an uns vorbeifährt, an großen Mengen, wo man also auch nie auf die Idee käme, das Fahrzeug jetzt so aufs Blaue anzuhalten. Wir können also da absolut nicht gegenhalten. Dass die Trefferquoten des Zolls eher gering ausfallen, wissen auch Schmuggler wie Sven. Zwei Jahre lang hat er täglich Tausende von Ecstasy-Pillen aus Maastricht nach Deutschland gebracht. Gefasst wurde er dabei nie. Schließlich stellte er sich selbst und bekam eine Bewährungsstrafe. Die Abkommen, die getroffen wurden in den letzten Jahren, ist die Grenze total offen. Wer was schmuggeln will, der schafft das auch. Ist klar, gibt es immer mal eine Möglichkeit, dass mal durch irgendeinen dummen Zufall auch mal so ein Transport auffliegt oder verraten wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist echt zu vernachlässigen. Also ich würde mir darum überhaupt keine Gedanken machen, wenn man sich halt vorher die Sache gut überlegt und unauffällige Autos benutzt, unauffällige Fahrer, dann passiert da nichts. Die rasende Kontrolle nützt nichts. Die Verdächtigen sind längst über alle Kasseler Berge. Der nächste Einsatz bringt mehr, aber nur ein bisschen. Schönen guten Tag, Zollkontrolle. Kann ich mal bitte Ihren Ausweis sehen, Führerschein, Fahrzeugpapier? Fahrzeugpapiere habe ich nicht mit, weil das Auto gehört einem Freund von mir. Ein Kommiliton. Wo studieren Sie? Hier in Aachen. In Aachen. Und wo kommen Sie jetzt her? Ich komme jetzt aus Maastricht. Bringen Sie was mit aus Maastricht? Ja. Kann ich mir gerne. Ja, so. Ist Ihnen auch bekannt, dass es verboten ist, das mitzubringen? Ja, aber ich meine, das ist ja jetzt, dachte ich mir nichts, weil das ist jetzt wirklich eine kleine Menge. Es ist eine relativ kleine Menge, aber trotzdem verboten. Ein sogenannter Aufgriff nur zur Freude der Statistik. Setzen Sie sich mal rein und ziehen Sie beide Schuhe aus. Ja. Ah. So. Also. Ach so, Entschuldigung. Okay, jetzt können wir wieder anziehen. Gut. Wir beschlagnahmen jetzt das Marihuana und gegen sie ist dann gleichzeitig ein Strafverfahren eingeleitet. Und das wird vermutlich wegen Geringfügigkeit wieder eingestellt.
Doch nicht nur über Land, auch aus der Luft reisen Schmuggler gern in die Bundesrepublik ein. Beliebtes Ziel, Deutschlands größter Flughafen Frankfurt am Main. Jährlich drängen sich beinahe 40 Millionen Menschen durch die Zollkontrollen am Airport. Besonderes Augenmerk legen die Zöllner auf Einreisende aus Afrika, Asien und Südamerika. Doch die Kreativität der Schmuggler kennt keine Grenzen. Um Gepäckkontrollen zu umgehen, denken sich Drogenkuriere immer neue Transportmöglichkeiten aus. Der eigene Körper, das scheinbar perfekte Schmuggelbehältnis. Oft jedoch für einen Hungerlohn und mit tragischem Ausgang. Hier zum Beispiel eine klassische Aufnahme eines Body Packers, so nennt sie das auf Neudeutsch. Diese runden Behältnisse hier im Bereich des Darmes und unten auch des kleinen Beckens enthalten Kokain in Reinsubstanz. Und man kann sich natürlich ausmalen, was passiert, wenn so ein Ding mal aufgeht. Das ist meistens der goldene Schuss von innen. Und die Überlebensquote ist doch sehr gering. Auch schon passiert? Das ist schon mehrfach passiert bei uns. Auch eine andere Aufnahme mal, die auch bei uns im Prinzip eine sehr interessante Aufnahme darstellt. Das ist dieses Riesengebilde. Wir sehen hier im Bauch große, längliche Gebilde, so groß wie eine kleine Cola-Dose. Da waren 6 Stück drin, die auch rektal inkorporiert wurden, also durch den Darm hochgeschoben wurden, enthielten ebenfalls Kokain in Reinsubstanz. Und diese Gebilde konnten nur durch eine Notoperation wieder entfernt werden. Der Mann war schon in einem sehr schlechten Zustand gewesen. Nach dem Frankfurter Flughafen die empfindlichste Grenze mitten im Land, der Hamburger Hafen. Ganze Containerladungen voller Marihuana, Kokain und Heroin werden in die Stadt an der Elbe geschleust. Vorwiegend südamerikanische Frachter bringen die Drogen in die Hansestadt. Versteckt unter Ladungen oder im Privatgepäck der Mannschaft. Die Schwarze Gang, eine Sondergruppe des Zolls, beim Kontrollgang auf einem kolumbianischen Bananenfrachter. Man setzt auf Erfahrungswerte. Wir sind ja alles selbst Seeleute oder ehemalige Seeleute und in kleinen Mengen haben wir früher das ja auch gemacht. Nicht Rausch gibt, aber doch mal ein paar Zigaretten. Und so wurde das eben gemacht. Doch Instinkte können manchmal auch täuschen. Jetzt können wir sehen, wie das so aussieht. Das war früher ein gutes Versteck. Auch hier an der Seite, man unter die andere Hälfte gucken kann. Aber das sieht genauso gut aus. Der ist wieder dicht. Und wieder nichts. Kein Wunder, sensibel sorgen Drogenkartelle dafür, dass ihre millionenteure Ware auch sicher im Bestimmungsland ankommt. Das Rauschgift kommt direkt aus Kolumbien mit Schiffen wie diesem nach Deutschland, wird dort angebaut, wird höchstwahrscheinlich über den Schmuggel durch Seeleute an Bord gebracht, also Seeleute, die in Kolumbien an Land gehen, die dort angesprochen werden von Organisationen, die gelockt werden mit einem Bringelohn von $5.000 pro Kilogramm Kokain. Das ist mehr, als die meisten Leute in 3 Monaten verdienen. Oder die zum Teil auch erpresst werden. Mehrere 1000% Gewinnspanne. Kein Markt ist so ertragreich wie das Drogengeschäft. Und seit Öffnung der Ostgrenzen nimmt es unaufhaltsam zu. Vor allem im Ostseebereich kreuzen immer häufiger verdächtige Schiffe. Gegen sie rückt zweimal täglich das Zollboot Rügen aus, in der Hoffnung auf einen spärlichen Erfolg. Zu Übungszwecken muss dann schon mal ein Sojadampfer herhalten. Ein Erfolg für das Zollboot Rügen. Ja, hier. Ja, schönen guten Morgen, Kapitän. Was für eine Ladung haben Sie an Bord? Ja, Soja. Ja, vielen Dank. Dann gute Wache und noch gute Reise. Zur Komplettierung des Lagebildes wird selbst der Vogelwart einer vorgelagerten Insel befragt. Wie zurzeit nur ein Vermessungsschiff, außerdem gar nichts. Wind nimmt etwas zu, aber halt keine Schiff gesehen, gar nichts. Keine Probleme, ne? Nee, absolut keine Probleme, ne. In dem Fall eines Falles, dann melden wir uns immer bei euch, ne? Das ist richtig. Ja. Und wir sind sofort zur Stelle. Ja, das dachte ich mir, das weiß ich. Der eher beschaulich wirkende Dienst zur See kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das deutsch-polnische Grenzgebiet zu den gefährlichsten Einsatzgebieten der Zöllner gehört. Regelmäßig übt deshalb die Soko Blauer Dunst den bewaffneten Kampf gegen das organisierte Schmugglertum irgendwo in Brandenburg.
die Schmuggler sind teilweise bewaffnet. Wir haben sie oftmals mit der Russenmafia zu tun. Und die schrecken ja vor gar nichts zurück. Und es ist auch vorgekommen, dass wir schon Waffen gefunden haben bei den Tätern. An diesem Morgen ist die ausschließlich an der Ostgrenze agierende Truppe unterwegs auf der Jagd nach illegalen Zigarettenhändlern. Kurz vor Berlin, mitten im Berufsverkehr, wird ein roter PKW brachial gestoppt. Fahrer und Beifahrer können zunächst in ein angrenzendes Waldstück fliehen, doch nur einer entkommt. Der andere, ein junger Pole, wird kurz darauf überwältigt. Er wirkt verängstigt und ist nicht bewaffnet. Noch wissen die Beamten nicht, ob sich ihr Einsatz überhaupt gelohnt hat. Wahrscheinlich ist ihnen wieder einmal nur ein kleiner Kurier am untersten Ende der Schmugglerhierarchie ins Netz gegangen. Lohnt sich die Gefahr? Das ist eine gute Frage. Man bekämpfen muss man es. Es hilft ja nichts. Wenn der Staat sich zurückzieht, dann ist hier nur wesentlich mehr los. Wenn man gar nicht mehr Paroli bietet, dann können sie das ganze Terrain sowieso den Schmugglern überlassen. Und so kann der morgendliche Fang dann doch als Erfolg verbucht werden. Ah, sein Führerschein. Hat er auch noch Geld hat er auch. Deutschmark. 300 Millionen Zigaretten hat die Sonderkommission bislang beschlagnahmt. An diesem Morgen immerhin 80.000 Stück. Dem Täter drohen 2 Jahre Knast. Im vorpommerschen Grenzort Pommellen, an der Autobahn Richtung Berlin, hat der Zoll extra eine LKW-Abfertigungshalle gebaut. Denn die Strecke gilt als Hauptroute für Schmuggelgut aus Osteuropa. Im vergangenen Herbst dokumentierten die Zöllner eine beliebte Variante der sogenannten Tarnladung. Unter Kanthölzern versteckt sollten mehr als 4 Millionen Zigaretten nach Deutschland rollen. Mit dieser Aktion konnte ein Steuerschaden von etwa 1 Million D-Mark verhindert werden. Doch der Erfindungsreichtum von Schmugglern scheint grenzenlos. Hier die Methode unterzuladen unter der LKW-Ladung mit Möbeln. In Kartons, wo sich üblicherweise Schrankwände, andere Wände bestehen. Insgesamt bei 2 verschiedenen Verfahren 3,1 Millionen Zigaretten untergeladen bei Möbelteilen. 8 Millionen Zigaretten werden hier zwischengelagert, bis zu ihrer Verbrennung an einem geheim gehaltenen Ort. Ganz im Südosten, nahe dem Dreiländereck zu Polen und Tschechien, wirkt die deutsche Grenze am Ufer der Neiße mittlerweile fast schon wieder wie eine Festung. Die Grenze hier nach Polen bzw. auch nach Tschechien ist eine der Grenzen mit dem höchsten Wohlstandsgefälle weltweit. Vielleicht nur noch die amerikanisch-mexikanische Grenze bietet ähnliche Gegensätze. Und überall, wo ein derartiges Wohlstandsgefälle vorhanden ist, reizt natürlich der Schmuggel, weil mit dem Schmuggel in schneller Zeit sehr viel Geld zu verdienen ist. Bogdan macht den Job schon länger und wurde noch nie erwischt. Jede Partie bringt ihm 2000 Mark. Genau hier laden wir die Zigaretten immer in die Paddelboote und bringen sie dann rüber ans andere Ufer. Alle, die ich kenne, starten immer von hier. In unserem Auto sitzt immer ein Dolmetscher mit guten Deutschkenntnissen. Der belauscht die Grenzschützer und hört ihren Funk ab. Um Männern wie Bogdan die Schmugglertour zu vermasseln, rücken die Zöllner zunehmend mit Wärmebildkameras an die Grenze vor. Fast 500.000 Mark kostet ein solches Gerät. In dieser Nacht ist es am Neiße-Ufer nördlich von Görlitz im Einsatz. Ja, wir schauen uns Wärmequellen an. Ganz einfach Wärmequellen. Und wie weit wir damit gucken können, das ist immer eine Frage vom Gelände, sag ich mal. Das kann man so pauschal sagen, Kilometer kann man gar nicht sagen. Geht nicht. Das hängt ein bisschen mit von der Witterung ab oder so. Jetzt im Augenblick, wie weit gucken Sie nach Polen rein? Etwa 3 Kilometer. Aber auch bis hier an der Stelle. Doch manchmal nützt auch teuerste Technik nichts. 3 Stunden lang observierten Zöllner im Dezember eine Schmuggeltour. Dann konnten die Täter entkommen. Der PKW jetzt auf dem Sandhaufen. Der PKW fährt Richtung Süden, Richtung Genschmar. Hier sind wir. Da hat mir der Rand entfallen. Was? Gerammt hat er ihn. Scheiße. Die Sondereinsatztruppe des Zoll, hier beim fingierten Angriff auf eine Dealerbehausung, soll alles zum Besseren wenden.
Noch aber die 20 Mann, die zum Teil von der GSG 9 zu den Zöllnern kamen, in der Ausbildungsphase. Ihr erster Einsatz steht noch bevor.